Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5. Mein Name ist Lord Yoda und Leon muss sterben. Oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall, so heißt die Mission. Und zwar Nummer 13 und irgendwie dachte ich, es gäbe nur 12. Aber es sind natürlich 15 Missionen. Keine Ahnung, wie ich da auf 12 gekommen bin. Das heißt, das hier ist Mission Nummer 13 und wir haben noch drei vor uns. Und wir spielen mal wieder... Ja, welche haben wir denn zuletzt gespielt? Ich glaube auf der hier. Das heißt, wir spielen wieder auf Isla Roja. Boah. Würde ich sagen. Wenn es die falsche war, auch egal. Wir spielen jetzt auf der. Ja. Genau. Und wir sollen Touristen anloggen. Locken, aber das wird uns El Presidente. Der Lauf der Geschichte ändert sich nicht. Weder durch meine kleinen noch meine größeren Versuche, die Zeitlinie zu verändern. Nun ist es Zeit für die radikalste Maßnahme. Um die Welt zu retten, muss ich Leon Kane töten. Doch Attentate sind nicht mein Stil. Ich ziehe es vor, meine Feinde zu entmachten, damit sie ihre Niederlage mit eigenen Augen sehen können. Aber ich werde alle Mittel einsetzen, damit es nicht zum Tag Null kommt. Leg den Käsehobel weg, Penultimo. Leon wird schwer zu töten sein. Er ist durchtrieben und ist seinen Häschern schon oft entkommen. Ich werde etliche Agente benötigen, um ihn zu erledigen. Unter dem Deckmantel des Tourismus werde ich die besten Spione der Welt trainieren. Ja, also apropos Käse. Presidente, wir haben herausgefunden, wie wir Residente... Das Leben in einer mir bereits bekannten Vergangenheit macht mich schlau und bereit für all ihre Befehle. Zeit, es Leon Kane heimzuzahlen. Herr Kane mag denken, dass er der Strafe entkommt, wenn er seinen Tod vortäuscht und in ein anderes Land flieht. Doch da hat er sich zu früh gefreut. Wissen Sie, dass einer von 1000 Touristen ein kaltblütiger Killer ist? Aus genug Touristen können wir daher die besten Killer wählen, sie umprogrammieren und als Schläferagenten in jedem Land der Erde in Stellung bringen. Für die Touristen und die besten Schläferagenten zu wählen und sie gewinnen die Mission. Okay. So apropos Käsehubel, was El Presidente ja erwähnt hat. Es gab mittlerweile ein DLC, der freigeschalten wurde, wenn man irgendwas vorbestellt hat oder sonst was. Und zwar... Habe ich den gar nicht? Oder bin ich hier blind? Vielleicht muss man auch freischalten und erst die Mission machen. Es gibt auf jeden Fall eine Mission. Vielleicht kommt auch nur in der Mission vor. Das könnte natürlich auch sein. Ich habe es noch nicht geschaut. Diese Mission werden wir dann spielen, wenn man mit der Kampagne durchspinnt. Auf jeden Fall gäbe es eine Käserei. Ich sehe sie hier nicht. Aber keine Ahnung. Gut möglich, dass es in der Kampagne nicht freigeschaltet ist, sondern im freien Spiel. Auf jeden Fall theoretisch Käserei. Macht eben aus Milchkäse und finde ich eigentlich mal eine ganz nette Idee, weil, ja, aus, ja, das ist so eine Industrie, die irgendwie noch fehlt. Genau, so, wir haben, hatten Geld. Ich habe mich gerade gefreut, dass da eine Million stand. Na toll. Ja, lassen wir mal laufen. Wo sind wir denn? Nichts wird erfolgt. Falscht. Generäle, ne, hier. Verfassung, Öl, bla bla bla. Okay, Touristen brauchen wir. Also, wenn ich mich recht erinnere, warum wird hier eine Textil... Ich vermute, wir haben damals noch Sachen in Auftrag gegeben. Zwar viele. So, wir brauchen Touristen. Und, also die restliche Industrie sollte überall ja... Überall diskutieren die Leute, ob wir einfach nur am Strand liegen und die Natur jungfräulich unberührt lassen sollten. Oder ob wir Betonbunker errichten und uns darin in den besten Jahren unseres Lebens den Rücken kaputt schuften sollten. Muss man über so eine Wahl ernsthaft nachdenken? Was habe ich denn gebaut, dass das kam? Ah, wie auch immer. Also, Industrie sollte laufen. Das heißt, wir fangen direkt an mit... Jetzt will der was von kurantolischer Mission. Mit Indo... unter Tourismus. So heißt das Teil. Das können wir nicht, weil nicht genügend Geld. Das ist schade. Fangen wir doch einfach mit dem Hüttendorf an. So. So. Und... 99, 100. Ja, hier bauen wir mal hin. Und dann bauen wir eine schöne Straße darüber. Und zwar bis dahin. Und dann sollen sie mal das Hüttendorf da bauen.
Tourismus ist ziemlich teuer, fällt mir so auf. So, ansonsten, wie sieht's hier aus? Also, da haben wir Einnahmen, da haben wir Einnahmen. Das wurde ja gerade gebaut. Das hat keine Straße. Wer hat denn das da hingesetzt? Das sagt nicht ich. Habe ich das ernsthaft falsch rum hingesetzt oder hat das das Spiel falsch rum gemacht? Ich hoffe sehr, das Spiel. Dann fahren wir jetzt halt einmal außen rum. Was ist bei dir? Du bist schon richtig, oder? Ja, super. So, genau. Und es gab auch dann jetzt ein Update, das natürlich einige Fehler behebt, was mit Multiplayer vor allem Speichern hinzufügt. Aber ja, irgendwie glaube ich jetzt nicht großartig, dass wir davon betroffen sind. Und falls doch irgendwas war, dann... Tja, bis jetzt habe ich nicht große Fehler bemerkt. Also alles gut. Das ist ja schließlich das Wichtigste. Also nicht, dass ich nichts bemerke, sondern dass wir keine Fehler hatten. So, wunderbar. Die Rumdistillerie hat immer noch keine Rohstoffe. Aber ich habe wieder Geld. Das ist auch schön. So, apropos. Bauen wir eigentlich noch was? Ja, das Kraftwerk. Das heißt, das wird jetzt hier bald Kohle bekommen. Das ist schön. Gut, wichtig. Die Zufriedenheit gefällt mir auch gerade so. Das ist ganz schön. Und sonst, Stahlwerk haben wir, oder? Genau. In welchem Zeitalter sind wir eigentlich und überhaupt? Also was könnten wir eigentlich theoretisch bauen? Können wir, also Stahlwerk haben wir, können wir ein Fahrzeugfabrik bauen? Nö. Okay. Schmuckfabrik könnten wir bauen. Gold haben wir ja, genau. Also, theoretisch. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Nach einer kleinen Auseinandersetzung besitzt die karibische Familie ein neues Mitglied. Erdgas. Ich weiß nicht, ob ich Erdgas exportieren will. Aber was ich mal kurz schauen will, ist bei den Familiendynastiemitgliedern. Wie sieht es denn hier aus? Können wir denn irgendjemanden Stufenaufstieg machen? Nicht so wirklich. Wir haben nur 11.000. So. Die sind ja alle schon maximal. Das heißt, nur die beiden hier. Und der Mindestbetrag wäre 30.000. Ja, dann eher nicht. Ne, Erdgas würde ich jetzt lassen. Weil, brauchen wir nicht. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? USA und UdSSR. Haben wir die hier nicht eingeladen? Nein. Dann laden wir die doch mal ein. Und zwar beide. Gibt schließlich, hoffe ich, bessere Beziehungen. Oder? Keine Ahnung. Wird schon passen. So, wird hier mal gebaut? Oder heute nicht so? Bauen. Wir haben uns cool. Alle mehr Verfassungsoptionen. Hurra. So. Was wollen wir hier? Hohe Freiheit. Besondere Bürger. Hohe Freiheit. Hohe Freiheit. So. Planwirtschaft, das ist schon wieder irgendwas, was je nachdem, was ich nehme, eh keiner mehr mich mag. Nummernkonto brauchen wir eigentlich nicht mehr so wirklich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Freie Markt, jetzt wüsste ich gern, wer mich mag und wer mich nicht mag. Das werden die Kapitalisten mögen, aber die anderen, die Kommunisten wirklich nicht so. Die Planwirtschaft werden die mögen. Kommen wir in die Planwirtschaft. Und... Das hier passt schon. Gut. Einmal seinen und schauen wir mal, wie sich das jetzt auswirken wird. Und das sollte man natürlich auch im Blick behalten. Dann warten wir noch kurz. Wird sich gleich vermutlich stark ändern. So wie ich meine Pappenheimer hier kenne. Nicht mal? Militaristen. Ja. Industrielle, toll. Umweltschützer. Die gab es ja auch noch. Kapitalisten, Kommunisten. Ja, gut. Solange uns nur die Umweltschützer aufs Dach steigen, geht das ja noch so halbwegs. Können wir eigentlich... Ja, können wir. Recyclinganlagen bauen. Aber dafür brauchen wir Geld. Habe ich erwähnt, dass ich gern die Millionen noch hätte? Ja, verdammt, ey. Sieht das hier eigentlich aus?
nirgends wirklich viel Kohle. Hm, schade. Warum nicht? Keine Ahnung, aber wir haben ja auf jeden Fall jetzt Rum. Das ist doch schon mal schön. Wie viel Strom willst du? 150 Megawatt. Wie viel produzierst denn du? 330. Also mit anderen Worten, du willst die Hälfte meines Stroms und bist dafür um 20% effizienter. Und vermutlich würde sich das sogar rentieren, so wie ich Rum kenne. Apropos, wir könnten mal schauen, ob wir irgendwelche tollen Handelsangelegenheiten haben. Medikamente. Medikamente stellte man in daher, oder? 30.000. Hm. Ja, klingt eigentlich nicht schlecht. Nur brauchen wir Touristen. Das ist so der große Knackpunkt, dass das ja alles schön und gut ist, was wir hier machen. Aber wir brauchen Touristen. Ja, wir hatten beim letzten Mal hier ja diese wahnsinnig effiziente bzw. teure Handelsroute, die uns den sechsfachen oder was weiß ich Preis gebracht hat für die ganzen Sachen. Das ist natürlich jetzt doch spürbar, dass das nicht mehr da ist. Natürlich auch schade, aber gut. Was will man machen? Brauchen Geld. Oh, da kommen unsere ersten Touristen. Sehr gut. Mit diesem riesen Frachter, Dampfer, kamen ganze 7 Touristen. Auch wenn ich nicht weiß... Ah, Familien, okay. Okay, steht nicht drin, wer gerade da ist. Apropos, haben wir Manager, haben garantiert. Berühmtheit. Keine Ahnung. Wir haben sonst kein Hotel. Nehmen wir das. So, dann mach mal Gewinn hier. Ja? Auf geht's. Die USA überweist uns Geld. Gerne, weiter so. Und wir haben wieder Burger gekriegt. Passt schon. So. Und wir haben eine Beliebtheit, die mir sehr gefällt. Die gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, das macht schon mal Profit. Jetzt könnten wir... Ich will das Geld nicht ausgeben, das ist schrecklich. Oh, Apartmenthäuser. Tja, schade, dass ich es mir nicht leisten kann, nicht wahr? Also wir müssen uns erstmal um mehr Geld kümmern, weil ich habe die Befürchtung, diese Teile machen zwar Profit, aber langsam... Ganz langsam. Ja, Managerfertigkeiten für Unterhaltungsgebäude ist ja nett. Aber jetzt auch nicht unbedingt essentiell. Also hier kommen schon ein paar gute Sachen an. Wir haben einfach viel zu wenig Leute in der Highschool. Wo ist denn die Highschool? Baubüro. Das ist keine Highschool. Highschool. Wo hatte ich die denn? Hier. Oh, wir sind noch nicht in der Neuzeit. Na dann. Natürlich sind wir nicht in der Neuzeit. 47. Sind wir ja erst Kalter Krieg, richtig? Müssten. Ja, müssten. Genau. Und wir sind schon wieder im Minus. Also das hier sieht nicht echt gut aus. Hier kommt jetzt zum Glück ein Schiff und hier auch eins. Wir kommen mal ein bisschen ins Positive, aber wir brauchen definitiv noch irgendwas. Wie sieht denn das bei der Pharma GmbH? Die braucht Universitätsleute. Noch schlimmer. Schmuckfabrik? Braucht die auch Universität? So, wirklich? Was braucht man bei der Schmuckfabrik? Universität? Abschluss? Hä? Also wir bauen die, weil Geld und so, aber... Hä? Ach du Schande, 81.000 Profit. Ich verstehe es trotzdem nicht so wirklich. Na, keine Ahnung.
So, du bringst uns jetzt hoffentlich viel Geld. Und du dann auch so langsam. Und dann suche ich bald einen neuen Frachter, der... Oh, hier ist ja auch Gold drin, zum Glück. Ja, also Geld ist, glaube ich, gerade so wirklich unser Hauptproblem. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen was, was Touristen langsam anlockt. Ist natürlich noch viel zu wenig, um dass wir das schaffen, aber naja, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Hier kommt ein neuer Frachter, der uns ein bisschen Geld gibt. Das ist schön. Und hier will niemand bauen. Warum will hier niemand bauen? Wo seid ihr denn? Ne, das ist das Transportbüro. Baubüro. Fährt doch mal jemand hoch. Ah, da. Wunderbar, 78%. Komm, jammert mal. Sind sie schon fast fertig. So, und ihr braucht jetzt echt Universitätsabschluss. Die neue Schmuckfabrik okay. Macht mich ganz sentimental. Nehmt meine Liebe, mein Land, aber rührt ja nicht meinen Schmuck an. Meine Glühwürmchenbrosche ist alles, was mir von einer verlorenen Liebe bleibt. Meinem geliebten Malcolm, der auf tragische Weise von einem übel gelaunten Fuchs getötet wurde. Ich vergesse dich nicht, Mal, und werde dich immer lieben. Ja, sehr schön. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Wir haben schon mal Leute, die arbeiten. Jetzt sollten wir hier auch noch Gold reinholen. Dem da was im Ausgang ist und der vermutlich das jetzt abholen wird. Richtig. Hm? Hä? Warte mal. Sollten wir ja hoffentlich jetzt bald auch Schmuck produzieren können. Und schauen wir mal kurz nach. Ich habe keine Ahnung wie, aber schauen wir mal. Vielleicht sehen wir es ja. Ressourcenübersicht. Hier, Preis. Also Gold. Gold. Hier, Preis 3700 und Schmuck haben wir nicht, weil wir den nicht exportieren. Gut. Dann, sobald wir den ersten Schmuck exportieren, bin ich gespannt, wie viel der uns bringt. Hallo, Amigo? Kannst du das Gold vielleicht da wir haben eine Öl reinbringen? Supermarkt. Sowas. Fliegen brauchen wir gerade noch nicht wirklich. Wir haben nicht genügend Geld, um für den Flughafen. Hallo, Gold, bitte hier hinliefern. Leute wollen produzieren. Oder ist das ey, der Rote, Caramba. Der irgendwas? Nee, der auch nicht. Hier ist Gold im Ausgang. Habt ihr das jetzt da reingebracht, oder? Ja, natürlich. Grrr. Kommt schon wieder ein Dampfer. Ja, also das Hauptproblem jetzt gerade wird echt sein, hier mal konstant ins Plus zu kommen. Und dafür bräuchten wir hier Gold. Hallo, mach mal was. Ja. Kriegen wir gleich wieder Staatshilfe, dann geht das schon irgendwie. Kommt auch bald wieder ein Tanker. Schauen wir nochmal, vielleicht finden wir irgendwas im Handel nochmal was Neues. Da ist er. Kaffee. Ach komm. Bringt ein bisschen was. Kohle, Eisen, nee. Möbel. Ach du Schande, ich will Autos. Ich will Autos. Wo sind denn Autos? Da. Bald haben wir Autos. Haben jetzt endlich Gold hier drin. Nein, immer noch nicht. Sag da. Wollt ihr mich ärgern? Ein bisschen schon, glaube ich. Okay. Wir lassen jetzt mal die Zeit schneller fortlaufen, weil wenn wir nur darauf warten, oh, danke USA, dass wir Gold im Eingang haben, dann ist das nicht so spannend. Hey, wir haben Gold im Eingang. Wunderbar. Oh, ohne Hauptmission. Dann bin ich jetzt gespannt. Kamerad Präsidente, ein Mann ist nicht er selbst, bis er eins mit der ungezähmten Natur geworden ist. Unsere Schläferagenten müssen an den wildesten Orten der Welt überleben können. Lassen Sie sie daher gegen unsere wildesten Tiere so rum antreten. Tapire, Lamas und Faultiere. Aha. So füttern wir die hungernden Tiere und die überlegenen Agenten sind es wert, in den Dienst gestellt zu werden. Überlebenden, nicht überlegenden. Naja.
Nationalpark müssen wir besitzen und kriegen 20 Tourismusindex und 15 Ruf bei den Umweltschützern. Das Interessanteste ist der Ruf bei den Umweltschützern da. Weil, naja, mehr als 5 Touristen können wir eh nicht haben. Ja. So. Hey, Schmuck im Ausgang. Wunderbar. Es geht langsam voran. Das ist doch mal was. Nationalpark sollen wir also besitzen. Der ist da. 3000? Ja, damit. Den können wir auch irgendwie so hinbauen. Ich hatte jetzt irgendwie mit 20.000 gerechnet. Ein Schnäppchen. 3000. Ja, damit. Profit 340. Wie schaffst du es, Profit zu machen, wenn noch nichts exportiert wurde? Wurde noch nichts exportiert? Keine Ahnung. Aber 314 fände ich ein bisschen wenig Geld. Ach, ihr produziert mal Schmuck und ich kümmere mich nicht mehr drum. Nationalpark, da. Baut doch mal schneller. So. Und jetzt ist wieder selbes lustige Spielchen. Wir warten auf Geld. Ach, schneller. Schneller. Viel schneller. Kann ja nicht so weitergehen, dass wir einfach kein Geld haben. Damit kann man doch nicht arbeiten. Richtig? Richtig. So. Der Nationalpark ist fast fertig. Das ist schon mal schön. Dann haben die Touristen auch irgendwas, was sie besuchen können. Direkt vor der Haustür. Und außerdem auch die Einheimischen. Ja, 185. Fast voll. Der sollte sogar... Oh, das ist sehr gut. Der zählt ja als Unterhaltung. Und bringt uns Geld. Das mag ich. Das mag ich. So, hast du Schmuck produziert im Ausgang? Nö. Ich möchte mich jetzt endlich wissen, wie viel Schmuck bringt als Einheitspreis. Also Residente. Wir haben einen Supermarkt, yay. Also als Ware, also wie viel Gewinn wir machen dadurch, dass wir Gold in Schmuck umwandeln. Ich würde mich nicht zu früh freuen, aber... Oh, zwei Familienressorts sollen wir besitzen und kriegen dafür Geld. Das nehmen wir mal an. Die kosten aber schlappe 23.000. Okay. Ja. Ist recht. Da müssen wir ein paar Schmuckstücke verkaufen. 600 im Ausgang. Na, gerade sieht es ja sogar ganz gut aus. Da kommt auch gleich das Schiff. Und dann können wir jetzt vielleicht endlich mal nachschauen, wie das aussieht mit Schmuck. So, schauen wir mal. Ressourcenübersicht. Schmuck. Hier, 7000 zu 3000. Okay, also fast doppelt so viel. Ja, gerne, sehr gerne. Oh, wir haben genügend Geld. Dann bauen wir jetzt mal hier ein Familienressort. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. Dahin. Oh, ja. Ja, ja, alle Bürger werden mich unterstützen mit 71%. Nein, und das Vorkommen wurde abgerissen, und weil es war erschöpft. Das ist ungefähr Worst Case hier gerade. Warum demonstriert ihr? Gestern klopfte ein Mitbürger an meine Tür und fragte... Religionszufriedenheit um 15 erhöhen. Ilx. So, wir brauchen jetzt erstmal Geld. Wir brauchen jetzt erstmal Geld und müssen hier eine Mine hinsetzen, eine Goldmine hinsetzen. So, apropos, wie sieht es bei den anderen aus? 72.000, das ist genug. 84.000, das ist ebenfalls genug. Also um die müssen wir uns keine Sorgen machen, das ist schon mal gut zu wissen. So, automatisiertes Bergwerk ist ungefähr teuer. Wie viel ist da noch verblieben? Machen wir erstmal das hier. Steht nicht da. Super. Ganz toll. Ich kann so nicht arbeiten. Naja.
Kriegen wir schon hin? Irgendwie kriegen wir das schon hin. So, baut ihr jetzt? Ja, bauen sie. Auch schön. Das erste Familienressort ist fertig. Yay. Da können dann auch schon 7 Leute drin arbeiten. Nee, andersrum. 7 Leute Urlaub machen. Und das kriegt natürlich auch eine Berühmtheit. Wir haben ausführliche... Und wir haben ein paar mehr Sachen bekommen. Und jetzt den Flughafen verschieben wir mal kurz nach hinten, bis wir das Rad erforscht haben. Weil, ja, Rad, Auto, teuer, super. Ungefähr diese Assoziationskette. Finde ich eine sehr konsequente, logische und gute Assoziationskette. Oh mein Gott, ey. Was für ein Wort. Gut, und wir kriegen somit auch mehr Touristen jetzt, weil wir hier natürlich wieder 7 Plätze mehr haben. Wir haben jetzt schon 21. Sehr gut. Wie viel Gewinn hat das Teil eigentlich mittlerweile gemacht? 2000. Also in 200 Jahren hat es dann ungefähr mal die Baukosten eingespielt. Also irgendwie macht... Wir haben die Chance, den Ausgang... Kein Wahlbetrug. Irgendwie macht mir Tourismus ein bisschen wenig Gewinn gerade so. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch sehe. Aber irgendwie konnte man gefühlt früher damit mehr Geld machen. Das Wahlergebnis ist... Wunderbar. Und wir haben eine neue Hauptmission. Mr. President, haben Sie diese Adriana Diaz bemerkt, die sich ständig wie eine Schlange um Lian Kane herumwindet? Ich glaube ja, dass sie wie ein ausgelatschter Teppich aussieht, aber die meisten Männer sind dumm genug, ihrem Charme zu verfallen. Ich befürchte, dass sie schwache Schläferagenten dort mit falschen Informationen versorgt. Und das kann unseren sorgfältig vorbereiteten Plan zum Scheitern bringen. Die Kabaretts sind eine gute Tarnung für unser Anti-Verführungsprogramm. Testen Sie unsere Agenten dort, soweit es Ihre Psyche zulässt, damit sie bereit sind, ihr gegenüberzutreten. Wir sollen 3 Kabaretts besitzen. Haben ja mal gehört, dass es nicht Kabarett, sondern Kabarett heißt. Ja. Mach mal, aber erstmal brauchen wir hier noch ein zweites Familienressort. Erstens, weil Geld. Zweitens, weil mehr Touristen. Weil ich finde ja schön und gut dieser Tourismusindex, aber wenn die Hotels... Okay, der ist nicht ausgebucht. Aber wenn das Hotel so ziemlich ausgebucht ist, was bringt mir dann ein besserer Index? Mehr als voll kann es ja auch nicht sein. So, wie viel Gold ist hier drin? Etwas. Nee. Gerade nicht. So, waiting for money. Unser Lieblingsbeschäftigung in dieser Mission anscheinend. Das ist irgendwie so immer ziemlich knapp. Also wir kommen schon ins Positive, aber es dauert immer so ein bisschen. Hier zum Beispiel, ja, jetzt sind wir so knapp im Positiven. Und jetzt warten wir hier noch auf das Schiff, das uns dann richtig ins Positive bringt. Apropos, gibt es irgendwas Neues? Jetzt gibt's Gold. Ja. Schiff? Schiff. Ach, ich konnte es nicht machen, oder was? Also, Ruf. Apropos Ruf. 55, 50. Dann preisen wir die doch mal eine Runde. Die finden es zwar nicht ganz so toll, aber... Naja. Die finden uns toller und dann kriegen wir vielleicht auch mehr Entwicklungshilfe. Und außerdem haben wir dann Chancen wegen Handel und sonst was. Wo ist jetzt mein Geld eigentlich hin? Oh, da liegen 17.000. Nett. Sehr nett. So, kommen Minuschen noch. Dann kann ich nämlich das zweite Familienressort bauen. Ja, sehr gut. Das bringt uns zwar ein bisschen ins Negative, aber wir kriegen ja auch 10.000 wieder, wenn wir das gebaut haben. Somit finde ich, ist das okay. 15.000. Also ich glaube, so langsam wird Einnahmen, Ausgaben. Ja, die Einnahmen liegen höher. Aber die Staatskasse ist trotzdem... Ah ne, das ist aktuell okay. Ich habe mich schon gewundert. Gut, das Teil macht hingegen natürlich
In letzter Zeit war... Fahrzeugfabrik, natürlich mehr Geld. Vielleicht auch nicht. Na gut, das ist nicht, noch nicht so lange da. Geld. Schick. Fahrzeugfabrik, was brauchst denn du? Stahl und Bauxit. Bauxit haben wir noch gar nicht, oder? Gibt es hier eine Bauxitmine? Also, Vorkommen. Für Mine. Kohle. Ich sehe nichts Bauxitiges. Das wäre ein bisschen doof. Das müsste man dann nämlich importieren. Und auf Importieren hätte ich jetzt nicht so besonders viel Lust. Sieht nicht danach aus. Tja, dann überlegen wir uns das noch ein bisschen. Jetzt kriegen wir erstmal nochmal 10.000. Verdammt gute Leistung, diese Friedensgeschichte. Mir stehen die Tränen in den Augen. Wollen wir mal sehen, wie wir davon profitieren können. Frieden ist ganz hervorragend, doch am Ende des Tages haben wir unsere eigenen Sorgen und Nöte. Auf wessen Seite stehen wir offiziell? Natürlich auf Seite der UN. Ich meine, die 15.000, die haben absolut nichts damit zu tun, aber... Natürlich stehen wir auf Seite der UN. 15.000 brauchen wir. Kathedrale kostet 34.000. Ach du Schande. Wir haben für 200... Wie viele Kirchen haben wir? 2. Das heißt, das wären 400. Und wir haben schon 700 Leute. Ja, wir bauen eine Kathedrale. So ungern ich das auch mache, das Geld wieder rausschmeißen, aber... Es hilft ja nichts, wenn die Leute mich nicht mehr mögen. Was wollt ihr? Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Nee. Ich werde sicherlich nicht die Anzahl der Fabriken auf 2 reduzieren. Alles, aber nicht das. Wenn es jetzt hieß, alle Holzfäller. Apropos, wir haben Holzfällerlager, wir haben Sägewerk. Dann sollten wir vielleicht auch eine Möbelfabrik bauen. Ja, nicht ganz verkehrt. Bringt auch nochmal deutlich mehr Geld. Naja, wir haben... Wir werden da mal die Berühmtheit abziehen. Berühmtheit... Entlassen. Zurück. Gesundheit. Einstellen. Wunderbar. Weil, hallo? Tolleres Hotel. Ja, passt. Bringt uns hoffentlich mehr Geld. So, hier wird die Kathedrale gebaut. Ein Öltanker und ein Narwal sind nahe der Küste. So, wir wollen natürlich den Hubschrauber und den Saugtanker. Wir haben das Geheim. Den anderen können wir uns nicht leisten. Und ja, gut. Ob wir das hier schaffen und ob die Religionszufriedenheit durch die Kathedrale hochgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Auch was das hier wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!